Neues von der Gamescom. Heute ab 10 Uhr öffnet die weltgrößte Ausstellung für Video- und Computerspiele für das breite Publikum. Aussteller aus über 50 Ländern zeigen die neuesten Entwicklungen der Computer- und Spielebranche. Wir zeigen die aktuellen Trends live von der Gamescom in Köln. Über 300.000 Besucher werden da erwartet bis zum Wochenende. Also, und da sind die dabei, die mal schnuppern wollen, die sich noch gar nicht auskennen. Da sind aber auch die Spezialisten dabei. Und ich habe für meinen Kollegen Dennis Horn, der ja für uns auf der Gamescom den ganzen Morgen schon ist, mal eine Frage mitgebracht von Yannis Papadopoulos aus Düsseldorf. Und jetzt Achtung, lieber Dennis. Was ist der Unterschied zwischen Massively Multiplayer Online Role-Playing Games und Massively Multiplayer Online Role-Playing Games Battle Areas? So, jetzt bist du dran. Beides ist ein Zungenbrecher. Ja, das eine sind Spiele, in der ich in einer riesigen virtuellen Welt unterwegs bin als Avatar und diese Welt existiert, zum Teil über Jahre. World of Warcraft ist das bekannteste. Das andere sind Battle Arenas, das heißt, man wird zum Beispiel abgeworfen über einer solchen Arena. Wir sehen das hier gerade, er wird abgeworfen und muss dann gegen andere Spieler antreten. Ja, das heißt, ich kann gegen diese anderen Spieler antreten und am Ende bleibt einer übrig. Das ist Sinn dieses Spiels. Fortnite sehen wir hier. Das ist so das Hype-Spiel zur Stunde. Über 100 Millionen Spieler weltweit, die mit diesem Spiel unterwegs sind. So, die Gamescom bringt immer virtuelle und echte Welt auch zusammen. Hallo. Vielleicht einmal ein Zungenbrecher, dass wir wissen, da steckt ein Mensch drin. Fischers Fritz fischt frische Fische. Es funktioniert, ja? Die Transformers hier in echt. Und Jens Sierl ist hier mit einer ganzen Reihe von Cosplayern. So nennt man das, wenn man sich so verkleidet. Wie ja, die Lieblingsfiguren aus Spielen oder Filmen, Animes. Das hat bei euch aber auch einen ja, ernsteren Hintergrund. Ein kleines bisschen ernsteren Hintergrund. Jawohl, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für unheilbar kranke Kinder in ganz Deutschland einsetzt, auf Spenden angewiesen ist, Spenden sammelt, aber auch direkt in Kinderhospize geht, um dort eben vor Ort sterbende Kinder zu bespaßen. Und da sind wir mit unseren Kostümträgern deutschlandweit im Einsatz. Und so ist die Gamescom eben mehr als nur die reine Spielerei. Wir gehen kurz hier nach vorne und schauen auf die Highlights unter den Spielen. Zum Beispiel der Landwirtschaftssimulator gehört dazu, wo ich einen gesamten Landwirtschaftsbetrieb mein eigen nenne, ernten muss, Unkraut jäten und langsam das aufbauen muss. Das hat viele Fans, also es gibt hier nicht nur die Actionspiele, die man so kennt. Und Technik ist natürlich ein Thema. Wir haben hier eine Virtual Reality Brille. Das ist so die Profitechnik unter den VR-Brillen. Die war bisher eigentlich auf Kabel angewiesen, um die massiven Datenmengen zu übertragen zum Rechner. Jetzt hat man mit diesem Stück hier eine eigene Übertragungstechnik entwickelt, so dass ich auch bei diesen Brillen ohne Kabel unterwegs sein kann. Dennis, ich bekomme noch eine Frage von Viola Sünner aus Köln, die tatsächlich fragt, und das ist gar nicht unwichtig, kriege ich überhaupt noch Tickets und ist die Messe schon ausverkauft? Weil ich habe ja davon gesprochen, dass unglaublich viele Leute dahin wollen. Zum Teil gibt es hier ja Warteschlangen über mehrere Stunden. Also für heute gibt es da keine Tickets mehr, für die nächsten beiden Tage, aber auch noch Resttickets, die ich an den Tageskassen hier bekomme. Und ich habe gehört auch, dass man bis zu 4-5 Stunden warten muss, um an die schönen Spiele ranzukommen, um die dann auch zu spielen. Dann kannst du dich jetzt schon mal anstellen, weil dann bist du so ungefähr um 1 Uhr mittags dran. Viel Spaß dabei, Dennis, und danke für den heutigen Morgen von der Gamescom. Dankeschön.